In diesem Video gebe ich dir 5 Tipps, mit denen du es schaffst, deine Lehrer so zu beeinflussen, dass sie dir Bestnoten geben. Viel Spaß! Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Beeinflussung. Das hört sich ja erstmal sehr negativ an, ist es aber nicht. Denn wir beeinflussen unsere Mitmenschen durchgehend. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass du die richtigen Techniken kennst, mit denen du beispielsweise deine Lehrer positiv beeinflussen kannst. Aus diesem Grund habe ich dir 5 Tipps mitgebracht, die du nutzen kannst, um ein gutes Verhältnis zu deinen Lehrern aufzubauen und einen positiven Eindruck zu erzeugen. Lass uns direkt starten. Tipp Nummer 1, schenke Anerkennung. Lehrer erhalten sehr selten Anerkennung und Wertschätzung von ihren Schülern für ihre Arbeit. Dabei strebt jeder Mensch nach Anerkennung und Wertschätzung. Ja, das ist genetisch veranlagt und ein Lob führt sofort zur Ausschüttung von Glückshormonen. Schenke deinem Lehrer Anerkennung und Wertschätzung. Du musst nicht schleimen. Achte darauf, was dein Lehrer sehr gut macht. Es wird da irgendwas geben und dann nimm dir die Zeit, ihm das mitzuteilen. Beispielsweise, dass er sehr genau erklärt. Der Lehrer wird dir sehr dankbar dafür sein und sein Verhältnis zu dir wird sich sehr stark positiv verändern. Tipp Nummer 2, teile deinem Lehrer dein Ziel mit. Es ist wichtig, dass du ein festes und hohes Notenziel hast. Es kann allerdings sein, dass deine alten, schlechten Leistungen deine neuen, guten Leistungen überstrahlen, weil dein Lehrer bereits einen Eindruck von dir hat. Aus diesem Grund empfehle ich dir, dein neues Notenziel mit deinem Lehrer zu besprechen, sodass er weiß, dass du jetzt ein sehr guter Schüler werden möchtest. Dein Lehrer wird dich auf jeden Fall auf deinem Weg unterstützen. Wichtig ist natürlich, dass du dann auch Taten folgen lässt. Tipp Nummer 3, kleide dich angemessen. Kleider machen Leute. Wenn du dich mit einer Jogginghose in den Unterricht setzt, dann ist es eine Respektlosigkeit. Du bringst damit eine Einstellung zum Ausdruck und ganz ehrlich, ein Unterricht ist keine Sportveranstaltung. Ja, das ist ganz einfach so. Bring mit deiner Kleidung deine innere Einstellung zum Ausdruck. Ich persönlich bin meistens mit einem Hemd und mit einer Jeanshose zur Schule gegangen. Du kannst natürlich auch ein schönes T-Shirt anziehen oder als Mädel eine Bluse. Manchmal hatte ich sogar einen Sakko an. Ja, zeig deinem Lehrer mit deiner Kleidung, ich respektiere ihren Unterricht, ich schätze diesen und ich bin ein Einserschüler. Ja, dein Lehrer wird dadurch unterbewusst deine Leistung wahrnehmen, er wird deine Kleidung wahrnehmen und dann steckt er dich unterbewusst in eine Schublade und zwar in die Schublade für Einserkandidaten. Tipp Nummer 4, notiere dir jede Note. Ich hatte an meiner Schule 3 Lehrer, die aus Prinzip keine 15 Punkte, also keine 1 plus geben wollten. Dann habe ich einen Plan ausgeheckt und bin jede Stunde direkt nach dem Unterricht zu dem Lehrer hingegangen und habe ihn gefragt, welche Note ich in dieser Stunde bekommen habe. Wenn ich keine 15 Punkte bekommen habe, dann habe ich gefragt, was ich denn verbessern muss, um eben auf 15 Punkte zu kommen. Und dann habe ich mir die Note für die Stunde aufgeschrieben und ich habe mir den Verbesserungsvorschlag aufgeschrieben. In der nächsten Stunde habe ich seinen Rat dann direkt umgesetzt und bin nach der Stunde direkt wieder zum Lehrer hingegangen und habe ihn gefragt, was ich jetzt für diese Stunde bekommen habe. Teilweise hatte ich dann schon 15 Punkte. So bin ich dann nur noch einmal pro Woche zum Lehrer hingegangen und habe ihn nach meinem aktuellen Stand gefragt. Ja, so hatte ich am Ende ein Blatt mit vielen einzelnen Noten, teilweise für Stunden, teilweise für Wochen und konnte so natürlich genau meine Arbeit und meine Leistung belegen. Tipp Nummer 5, beeinflusse durch Beweise. Kennst du die Situation, wenn du am Ende des Halbjahres deine Note mitgeteilt bekommst und dein Lehrer dich viel zu schlecht beurteilt hat? Genau in dieser Situation kannst du deinen Lehrer beeinflussen, dir die bessere Note zu geben mit den richtigen Beweisen. Ja, deshalb ist es so wichtig, dass du dir ein Blatt anfertigst, weil da hast du nachher das Blatt mit allen Noten und das kannst du dann als Beweis nehmen dafür, dass du eben bessere Leistungen erbracht hast. Dein Lehrer wird dadurch dann natürlich sehen, diese Person hat sich Mühe gegeben und diese Person hat handfeste Beweise, dass die Noten und Leistungen, die sie erbracht hat, wirklich besser sind als das, was ich mir aufgeschrieben habe. Noch ein wichtiger Hinweis. Lehrer sitzen immer am längeren Hebel. Ich war in meinem Leben auf insgesamt 8 Schulen. Ich bin von 3 Schulen runtergeflogen. Ich hatte so viele Klassenkonferenzen in meinem Leben, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ich habe alles mit Lehrern erlebt, was man erleben kann. Und letztlich kann ich dir sagen, behandle deine Lehrer wertschätzend und respektvoll. Du musst nicht schleimen. Achte darauf, dass du ein gutes Verhältnis zu deinen Lehrern aufbaust. Das habe ich in den letzten 3 Jahren meiner Schulkarriere gemacht. Und ich habe gemerkt, Lehrer sind auch nur Menschen. Und wenn du sie gut behandelst, behandeln sie dich auch gut. Ja? Und letztlich entscheidet der Lehrer über deine Zukunft mit seiner Notenvergabe. Ganz wichtiger Punkt. Das waren meine 5 Tipps dafür, wie du deine Lehrer beeinflusst. Wenn du mehr von den Tipps haben möchtest, mit denen ich es geschafft habe, meinen Notenschnitt von 3,8 in der 10. Klasse auf 0,8 im Abitur zu verbessern, dann trag dich einfach für mein kostenloses E-Mail-Coaching ein. Ja, in 5 Schritten zeige ich dir da, wie du Bestnoten erzielen kannst. Den Link findest du hier. Ich freue mich auf das nächste Video. Bis dahin, dein Erfolgscoach Joe.